und willkommen zu The Expanse, a Telltale Series. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann fackeln wir nicht lange und starten rein. Receiving this message, it means you've found us at last. You've come, and with you comes the next great step in the evolution of humanity. We have been preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. Ha. Und damit ein herzliches Willkommen zum Start in die Episode Nummer 3. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt und wohl eher des Kults, schon lange tot. Das kann natürlich auch sein. Ich nehme schon lange tot. Whoever he was, he's long gone now. Generations ago, millions of Earthers tried to set up mining stations in the belt. Some of them lasted. Some died off right away. And some of them, no one knows. Still, a station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? None of the scanners penetrate past the first level, but there are no heat signatures, no activity except this broadcast. Looks clear. Scheint sauber. Scheint ist immer so eine Sache. Aber wer hat den Core hergebracht? Ne? Aber wer sucht noch danach? Ja, das kriegen wir früh genug raus. Ich würde grundlegend von allen ausgehen. Aber wer hat ihn hergebracht? Maybe. But we don't know who stashed it here. Or who else they might have told about it. Not to mention, how the fuck are we gonna find it in there? The place is massive. There was a line in the coordinates. Something about the first ones. Fuck does that mean? Won't know till we get inside. Arlen, Rayan, stay on the ship. Be ready to burn hard if there's any activity on the radar. Sure thing, boss man. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Cap! Be careful. Das gefällt keinen von ihnen. Thank you.
Exactly how old is this place? Too old to be on any maps. Maybe 100 years. Damn. Eine schön klassische Tür. This is fucking strange. Huh. Let's search for the command center. Found it. Over here. Nicht so schnell und voreilig. Das sieht wirklich ein bisschen nach Kultisten aus. Ein bisschen. Okay, Helme. I've never seen helmets this old. Crazy that people used to wear these into the vacuum. Ja, aber es gab auch einen vor dir. Liebe Dame, das sieht echt kultistenmäßig aus. Das ist unangenehm. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste. Station, completely abandoned. I can't even imagine what could have happened here. Maybe we'll find out. As long as it's on the way to finding the MK core. Ah, mal schauen. Was haben wir hier? Navigationssender, natürlich. The station is ancient. But the nav beacon is new tech. Das ist schlecht. Das heißt, hier war schon jemand. Nach dem Ganzen. Ah ja. The aux power is on these breakers. The sector is now powered. There are 3 total. Each should have its own control room like this. 3 sectors. I'll go ahead to find the control centers in each one. You keep scanning the servers for any leads. Fine. Have the fun to yourself. Jetzt nicht rumzicken. I'll call you once I power up the next sector. Okay, also 3 geteilt. Jeden Sektor nach dem anderen. Aha, schaltet den Reservestrom für Sektor 2 ein. Okay. Ich will aber erstmal in die 1. 1. Da steht aber auch 1. Da steht überall 1. Finde ich nicht in Ordnung. So, wir schauen uns aber erstmal um. Die Umweltsysteme. Wie schaut's da denn aus? Umweltsysteme. Jawohl. Notfallenergie. Einsatzbereit. Sektor 1. Alarm. Energie offline. Letzter Einsatz. 22:39. Sektor 2. Sektor 3. Alarm. Energie offline. Letzter Einsatz. 22:35. Mhm. Drummer-Protokoll. Die Notfallenergie funktioniert. Was auch immer hier schiefgegangen ist, es lag nicht an einem Mangel an Ressourcen. Alles scheint funktionstüchtig zu sein, wenn es auch uralt ist. Noch seltsamer ist jedoch, dass die 3 Sektoren zu verschiedenen Zeiten heruntergefahren wurden. Der unterste Sektor sogar Jahre vor dem anderen. Warum würde jemand absichtlich einen so großen Teil seiner Station dem Vakuum aussetzen? Ich habe so eine Ahnung, dass wir das rausfinden werden. Ich schaue mich erstmal nochmal um. Hier, Stationsplan. The idea of exploring this whole station doesn't appeal to me. But whoever said riches came easy. So, was mir da schon ganz gar nicht gut gefällt, ist, dass es Communication, Bereich als Cathedral, also als Kathedrale gekennzeichnet wird. Das schreit noch viel mehr nach Sekte.
Also, okay, Sektor 1, Klassenraum, Sektor 2, Medbay, Sektor 3, dann kommt Kommunikation und dann die Minentunnel. Okay. Ja, so wie es hier aus, ja, auch steht. Okay, okay, okay. Das passt mir überhaupt nicht. We still haven't talked about last night. Probably should keep it that way for now. Naja, aber es gibt's da großartig zu bereden. Ihr hattet Sex. Fertig. Ihr hattet Spaß daran. Fertig. Ihr wolltet es beide. Fertig. About last night. Ja, Cap. Tell us about last night. Which one of you made all those noises? Sounded like a Koyo Stakada. Ah, Falota! Get off this channel! Das ist unglaublich. Private channel from here on out, okay? And maybe we just focus on the mission for now. You got it, Boss Meng. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass weil meine Mission lautet, schalte den Reservestrom für Sektor 2 ein, dass ich quasi beim ersten Durchgang durch muss. Da ist jemand. Warum ist da jemand? Wie kann da jemand sein? Dass ich da auf jeden Fall durch muss, um den nächsten Bereich freizuschalten. What the fuck? Wer ist da? Und wie lebendig ist die Person? Das ist eine Leiche, okay. Und steht betend mit der guten, mit der umgedrehten Merkel-Raute zum Ausgang. There's a dead body here. He seems almost posed. That's weird. Do you think it's related to the core? Don't know. I'll keep searching around. Ich glaube fast, das hat auch eher was mit den Dreiecken zu tun, die über dem Eingang hingen. Was jetzt nicht so positiv ist. The last one? What does this mean? Ich hinterlasse diese Nachricht, nachdem ich diesen Sektor dem Vakuum übergeben habe, damit mein Körper für die Zukunft konserviert bleibt. Vertraue Dalton. Okay. Vertraue dem Signal. Wir werden wieder leben. Der Letzte. Naja. Okay. This group called itself the Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. What happened to them? No clue. Nothing good, by the looks of it. Ja, aber so wie es aussieht, haben sie sich das selber angetan. Immer schön umgucken, damit wir nichts übersehen. Das brauchst du mir nicht sagen. Ja gut, das ist eigentlich schon schlau. Steht da Luftschleuse? Kann das sein? Okay. Ich guck mal lieber, ob man hier irgendwas klauen kann. Aber es sieht nicht so aus. Ah ja, Luftschleuse. Konnte man schon von sehr weit sehen. Geschlossen. Ah, Stromkabel umleiten. Verbinde die Anschlussdosen. We're about to hit the greatest score a scavenger has ever come across.
That's what he said. So, what do you plan to do with it? The money, I mean. I'll head back to Ceres. You want to go back to the station where there's a bounty on your head? With this money, I can make the bounty disappear. How? By going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps Belters. Okay, ich soll die also verbinden, um den Strom nach unten zu leiten. Der Strom geht schon mal hier hin. Das ist ja schon mal ganz nett. Und dahin. Kann ich da auch irgendwas machen? Oder das ist einfach da, wo es herkommt. Okay. Ah ja. Das ist quasi einfach nur anschalten, ausschalten. Okay. Muss ich die nicht umstecken oder so? Ach, links verbinden, unten verbinden. Was macht denn links verbinden? Ich muss es zumindest mal testen. Ah ja. Und da passiert absolut nichts. Okay. Trennen wir. Unten verbinden. Ich wollte nur gucken, falls das irgendwas Verstecktes öffnet. Mir war schon klar, dass ich nach unten verbinden muss. So. Und verbinden. Alles klar, Tür ist offen. Ja, dann. Mhm. Noch zwei Türen. Temperatursensor. Das ist sehr interessant. Schweißbrenner. Was gibt's denn da Schönes? Einsammeln. Nice. Bergungsmaterial eingesammelt. Profis wie wir sind. So, aber hier kann ich noch nicht durch. Ich nehme an, das muss ich hier rüber ändern. Falota. Yo. What happened? Dead bodies. Many of them. Wow. Und die sahen eingepackt aus. I'll head to the power. Then we can investigate it together. Now you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I don't know. I haven't thought about it. Falota. You must have some idea. Willst du zurück zum Mars? Willst du den Gürtel niederlassen? You could pick a station to settle in. Set up shop as an engineer. I could. I'd miss flying around, though. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me captain for a change. This ship has had enough mutinies already. Ja, zum Mars zurück fände ich jetzt eine Quatschantwort, weil wir haben ja schon von ihr erfahren, dass sie da auf jeden Fall nicht wieder hin will. Was haben wir hier? Einkassiert. Sehr gut. Okay. Die kleben halt hier überall, die kleben auch an der Decke. Und die sind halt eingewickelt worden. Das ist schon hart. Okay, in Nebenräume. Schulungsräume. Next life goals. Strange lesson for children. Or anyone. Mhm.
Ziel für das nächste Leben. Meinen Bruder besuchen, Mama besuchen, Schwimmen ausprobieren, einen Berg besteigen. Den Aliens danken. Okay. Eiscreme essen, das finde ich sehr gut. Generalsekretär werden. Okay. Die Bakterien bekämpfen, mit einem Raumschiff fliegen. Ja. Das Beste ist immer noch Eiscreme essen. Okay, und was wurde hier unterrichtet? Kadaver. Naja, Kadaver ist jetzt übertrieben. Das ist halt so eine Übungspuppe. Aber auch wieder dieses Dreieck. Bodies in the vacuum don't decompose. Guess that was the lesson. Ach, das ist wirklich eine Leiche, oder? Nee, es ist keine Leiche, das ist eine Puppe. Eine schreiende Puppe. Oder eine Sexpuppe, so wie der Mund offen ist. Das ist... Ich möchte darüber nicht urteilen. So, was haben wir hier? Noch ein Klassenzimmer. Ein sehr dunkles Klassenzimmerchen. Oh, was liegt da? Arbeitsplan. I'm not familiar with the Dalton principle. Something tells me it's not exactly accepted science. Ja, glaube ich auch nicht, dass es so wissenschaftlich ist. Das Dalton-Prinzip. Unsere Galaxie, die Milchstraße, soll einen Durchmesser von 87.000 Lichtjahren haben. Von 100 Milliarden Planeten bieten 300 Millionen die Voraussetzung für Leben. Sie werden auch die bewohnbare Zone genannt. Dem Fermi-Paradoxon zufolge muss sich intelligentes Leben in unserer Galaxie entwickelt haben. Wenn sie weder Sauerstoff noch Bakterien ausgesetzt sind, können menschliche Körper ewig dem Verfall entgehen. Anhand von Moores Gesetz, okay, ach Moores, wahrscheinlich Moores Gesetz, können wir vorhersagen, dass sich die medizinischen Technologien jedes Jahr weiterentwickeln werden. Demnach ist das Potenzial für fortschrittliche Alien-Zivilisationen oder zukünftige menschliche Zivilisationen endlos. Wenn man all dies verbindet, sagt das Dalton-Prinzip aus, dass die Wiederbelebung von infizierten Leichen in Stasis durch eine fortschrittliche Zivilisation, ganz egal ob menschlich oder außerirdisch, nur eine Frage der Zeit ist, und nicht eine Frage der Machbarkeit. Okay. Schwierig. Zeichnungen. Hübsch. Achso, ich kann die gar nicht drehen. Ja, das sieht nicht so cool aus. Das sind halt drei Tote. Wow. Das ist was auch immer. Irgendwas strahlt da irgendwas aus. Soll das die Sonne sein oder sowas? Okay. Das müssen sehr junge Kinder gewesen sein. Oder sehr besondere. Bei der Qualität der Zeichnungen. Komme ich nicht rein? Komme ich nicht rein? Komme ich auch nicht rein? Da komme ich rein. Okay, hier wurden die aufbereitet. Da ist wieder dieses Dreieck. Sargblaupause. Okay. These aren't just coffins. They're designed to keep corpses in stasis. Virtually forever. Mhm. Würde mich jetzt auch nicht... Naja, obwohl, ja. So könnten sie sie wiederbeleben. Nach dem ihren Prinzip und so. Entfeuchter, Statikabsorber, Schmiermittel,
Atomisierer, Klimakontrolle, stabilisierende Tragbügel und Isolierung. Ja. Okay. Da drüben liegt noch was. Hier haben wir einen Sarg. Das ist einer davon. Hm, sehen wir uns gleich sofort an. Arbeitstisch. All of this planning and effort just to prepare for their own deaths. Mhm. Oh, was haben wir hier hinten? Kletterhaken. This feels like grave robbing. Even more so than usual. I know. But just think of the historical value. These were some of the first people to try and survive out here. Does historical value pay well? Beats me. Hm. Egal, wir haben's gefunden. Looks like they were pulling walls off the station to fashion these caskets. Dick Pagal. Ah, okay. Sie haben die Verkleidung genommen, so gut es geht. Okay. Kann man hier reingucken? Was ist das? Das ist wahrscheinlich nur irgendein Kasten. Ich gehe mal so rum, auch wenn ich da hätte abkürzen können. Mhm, da verpasse ich aber diesen wunderschönen Raum. Das sieht nach einem ziemlich klaren Arbeitsraum aus. Okay. Station.